Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, meine lieben Schwestern und Brüder. Was wir heute Abend miteinander versuchen wollen, stellt ein gewisses Risiko dar. Denn mit Ihnen lesen möchte ich heute Abend die Geschichte der Bibel von dem Stammvater Israels, von Jakob, und seinem langen Werdegang, ein Israel, ein Gottesstreiter zu werden. Es ist eine Art der Bibel an dieser Stelle von Gott zu sprechen, die fast verborgen ist. Längst vergessen scheinen die Zeiten, da man von Gott sprechen konnte als einer Macht, die unmittelbar sich erfahren lässt und richtend und rechtend eingreift in die Geschehnisse der Menschen und in ihre Geschicke. Wir hören von Frauen und Männern, von Schwestern und Brüdern. Wir erleben mit die große Dramaturgie von Zerrissenheit und Leidenschaft. Aber von Gott spricht die Bibel in diesen Geschichten eigentlich nur noch an bestimmten mythischen Reststellen, die sie aufgreift und in die eigene Erzählung einordnet. Wer die Art, wie von Vater Jakob die Rede geht, verstehen will, der muss lernen, zwischen den Zeilen Gott zu finden, in den Geschichten der Menschen, die sich ihm anvertrauen, und in der Verborgenheit des eigenen Lebens. Musikalisch werden wir heute Abend begleitet von dem Gospelchor aus Grünenbach im Allgäu unter Leitung von Pfarrer Huber. Und das erste Lied, das wir hören, ist "Oh Look Away in a Heaven". Oh look away. Gracias.
wirklich, meine lieben Schwestern und Brüder, ist die Bibel niemals tröstlicher und kontrastreicher ausgelegt worden, als in der ersten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts in den Südstaaten Amerikas in den Gospels. Das, was wir das Alte Testament nennen und die Geschichte Jakobs insbesondere, erzählt, wie der Stammvater in Bethel den Himmel offen sieht. Aber er verlangt, alles zu sehen, alles zu bekommen, nicht im Himmel, sondern auf der Erde, unbedingt hier. Es gibt keine Religion, die die Erwartung ans Glück so verzweifelt und so total geheftet hat an diese irdische Existenz. Entweder das Leben mit Gott gelingt hier oder es zerbricht ganz. Und dann im Kontrast dazu die Erfahrung von Menschen, die wissen, dass sie auf dieser Erde nichts zu hoffen haben. Nichts zu erwarten haben. Sie müssen alles wieder geschenkt bekommen in einer anderen Welt. Mutter, Vater, Schwester. Es ist eine sonderbare Erzählung, in der die Bibel von dem fliehenden Jakob erzählt, wie er auszog von Beersheba. Da machte er sich auf, nach Haran zu gehen. Und es traf sich, dass er an die heilige Stätte kam. Und er blieb daselbst über Nacht, denn die Sonne war untergegangen. Da nahm er einen von den Steinen der Stätte, tat ihn unter sein Haupt und legte sich an dieser Stätte schlafen. Da träumte ihm, eine Leiter sei auf die Erde gestellt, die mit der Spitze an den Himmel rührte. Und die Engel Gottes stiegen darauf empor und nieder. Und siehe, der Herr stand vor ihm und sprach, ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham und der Gott Isaaks. Das Land, auf dem du ruhst, will ich dir und deinen Nachkommen geben. Und deine Nachkommen sollen zahlreich werden wie der Staub der Erde. Gegen Abend und Morgen, gegen Mitternacht und Mittag sollst du dich ausbreiten. Und mit deinem und deines Geschlechtes Namen werden sich segnen wünschen alle Geschlechter der Erde. Siehe, ich bin mit dir und will dich behüten allenthalben, wo du hinziehst, und dich zurückbringen in dieses Land, denn ich will dich nicht verlassen, bis dass ich getan habe, was ich dir verheißen. Als Jakob von seinem Schlaf erwachte, sprach er, fürwahr, der Herr ist an dieser Stätte, und ich wusste es nicht. Und er fürchtete sich und sprach, wie furchtbar ist diese Stätte. Hier ist nichts anderes als das Haus Gottes. Hier ist die Pforte des Himmels. Am anderen Morgen in der Frühe aber nahm Jakob den Stein, den er unter sein Haupt gelegt hatte, richtete ihn auf als Mahlstein und goss Öl obendrauf. Und er nannte die Stätte Bethel, Gotteshaus. Früher hieß die Stadt Luz. Und Jakob tat ein Gelübde und sprach, wenn Gott mit mir ist und mich behütet auf dem Weg, den ich jetzt ziehe, wenn er mir Brot zu essen gibt und Kleider anzuziehen und ich wohlbehalten wieder zu meines Vaters Haus zurückkomme, dann soll der Herr mein Gott sein. Und dieser Stein, den ich als Mahlstein aufgerichtet habe,
soll ein Gotteshaus werden. Und alles, was du mir geben wirst, will ich dir getreulich verzehnten. Wir hören den Gospel, Let us break together on our knees. Aus dem 32. Kapitel der Genesis. Noch in der Nacht stand Jakob auf, nahm seine beiden Frauen und seine beiden Mägde und seine 11 Söhne und ging über die Furt des Jabbok. Er nahm sie und führte sie über den Fluss. Auch all seine Habe brachte er hindurch. Jakob selbst aber blieb allein zurück. Da rang jemand mit ihm, bis die Morgenröte anbrach. Als der sah, dass er ihn nicht übermochte, schlug er ihn auf das Hüftgelenk. Und Jakobs Hüftgelenk wurde verrenkt, als er mit ihm rang. Und er sprach, lass mich los, die Morgenröte bricht an. Aber er antwortete, ich lasse dich nicht. Du segnest mich denn. Er sprach zu ihm, wie heißt du? Er antwortete, Jakob. Da sprach er, du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel, denn du hast gestritten mit Gottheit und Menschheit und den Sieg davongetragen. Und Jakob fragte ihn, was ist's um deinen Namen? Er aber sprach, wozu das? Mein Name? Und er segnete ihn dort. Und Jakob nannte die Stelle Pniel, das Angesichts Gottes. Denn, so sagte er, ich habe Gott geschaut von Angesicht zu Angesicht und bin am Leben geblieben. Und als er an Peniel vorüber war, ging die Sonne auf. Er aber hinkte an der Hüfte. Daher essen die Israeliten bis auf den heutigen Tag den Muskelstrang nicht, der auf der Hüftpfanne liegt, weil er Jakob auf das Hüftgelenk schlug, auf den Muskelstrang.
Wie liest man Geschichten dieser Art? Den Talmud-Schülern im Judentum bis heute sind die Geschichte von Vater Jakob und seinen 12 Söhnen übel in Erinnerung, weil pedantische Lehrer Generationen und Generationen sie nötigten, auswendig zu lernen. Von wem der beiden Frauen Jakobs und ihren Sklavinnen nun im Einzelnen die 12 Söhne Jakobs wirklich waren, sagen sie selbst, welch ein Kind kann schon zurechtkommen mit einer 12-köpfigen Verwandtschaft. Und wie viel Langeweile wird da im Namen Gottes Generation um Generation eingehämmert und getrichtert. Nicht viel besser sind unsere modernen Ausleger. Sie glauben der Bibel schlechtweg kein Wort und haben gute Gründe dafür. Schon das mit dem Bekenntnis von dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs erscheint ihnen verdächtig. Wer wird schon von drei Vätern einen einzigen Gott bekennen? Es waren vermutlich drei verschiedene Stammesgruppen, die sich später in dem verschiedenen Bekenntnis ihrer unterschiedlichen Götter zu einer einzigen Formel geeinigt haben. Und die Stämme, die das taten, wiederum kann man wohl zuordnen, den zwei Hauptfrauen Jakobs, den Stämmen Leas und Rachels, und die wieder hatten eine unterschiedliche Geschichte mit unterschiedlichen Aufenthaltsräumen. Das alles lässt sich lernen und studieren und ist ein Stoff noch immer für Dissertationen und Habilitationen. Es gibt Exegeten vom Fach, wie Roland de Vaux, die ihr ganzes Leben an die Vätergeschichten gehängt haben. Er wollte herausfinden, ob diese Leute, sagen wir, um 1800 vor Christus überhaupt wirklich existiert haben. Die Frage schien ihm den Einsatz seines ganzen wissenschaftlichen Lebens wert. Es endete mit dem Eingeständnis, dass wir es nicht wissen können. Es sind halt nur Sagen. Von Menschen, die gelebt haben, das ist sehr fraglich. Von Menschen, die es gibt, das ist ganz sicher. Denn eben das sind Sagen, dass sie Geschichten nicht so erzählen wie unsere Geschichtsbücher. In großen Perspektiven, in Schlachtengemälden und Eroberungen, in Gedenktagen und nationalen Feiertagen. Die Sagen begreifen, dass man Geschichte erzählen müsste aus der Größe einzelner Menschen. Das Volk ist nichts, ein Einzelner ist alles. Diese Umkehrlogik aller faschistischen Geschichtsbetrachtung ist der Grundzug der Sage. Ganze Völkerschicksale deshalb verdichten sich in einzelnen Personen. Wenn man vom Mythos sagen kann, dass er Jahrtausende der Entwicklung in einen einzigen Tag zusammendrängt, dann sind Jahrhunderte von Völkerbegebenheiten zusammengedrängt in der Sage in einer einzigen Generation, in einer einzigen menschlichen Gestalt. Und will man verstehen, wann solche großen Personen gelebt haben, muss man sie zu entdecken suchen in der verborgenen Größe der Menschen, die uns umgeben, und im eigenen Herzen. Was eigentlich ist groß an den Geschichten von Jakob und seinen Frauen und Kindern? Rein banal könnte man sie halten für die Erinnerungsspur alter Viehzüchterlegenden. Aber fühlen wir uns in die Personen hinein, gehen wir ihren Motiven nach, zeichnet sich ein ungeheures Menschenbild vor unseren Augen. Von Vater Abraham haben wir noch die Vorstellung eines Mannes, der gehorchte. Sein Sohn Isaak, dem Opfer auf dem Berge Moria, mühsam entronnen, wird blind sein im Alter. Aber seine Frau Rebekka,
wird zwei Kinder geboren haben, Esau und Jakob. Und damit beginnt die Geschichte. Es ist ein Motiv wie aus einem Shakespeare'schen Drama, aus King Lear, von dem blinden König, der nicht weiß, wen von seinen Kindern wahrhaft verdient, geliebt zu werden. Bei Shakespeare eine Tragödie, in der Bibel eine Berufungsgeschichte. Denn sehr liebt Rebekka ihren jüngeren Jakob. Das Recht aber der Erstgeburt liegt auf den Schultern Esaus. Historisch betrachtet, über zwei Jahrhunderte schätzungsweise, Widerspiel der Auseinandersetzung zwischen Edomitern und hebräischen Stämmen. In der Familiengeschichte Jakobs und Esaus aber von Anbeginn eine Zerrissenheit im Kampf um die persönliche Geltung. Alles, was zu sagen ist, verdichtet sich im Namen und mithin im Wesen. Schon als Esau und Jakob zur Welt kamen, war es, dass Jakob, der Zweitgeborene, eifersüchtig, um sich an die Spitze zu drängen, geschnappt haben soll nach den ihm zuvorkommenden Versen seines Bruders Esau. Davon trägt er den Namen, der Fersenschnapper, Jakob. Und er wird nicht aufhören, wo immer er auftritt, der Erste sein zu wollen. Sich vordrängend, sich vormogeln, sich nach vorn hin erlistend. Das Recht scheinbar brechend und doch immer guten Gewissens. Und viel zu spät merkend, wie viel Hass er sich selbst schafft und Qual. Was ist da Auszeichnung und Segen? Und was nicht fast schon Fluch und Zerstörung? Es gibt einen Moment, als Isaak, alt geworden und matt, seinen Vater Segen, das Recht der Erstgeburt, der Schimmer Gottes im Erbe der Generationen, seinen Kindern zu vermachen sucht. Der Segen gebührt Esau, dem Älteren, daran ist kein Zweifel. Aber auf dem Rat der Mutter Rebekka schafft es Jakob, den Älteren, ins Hintertreffen zu setzen. Es geht um ein Mahl, das dem Vater zu bereiten ist. Esau erlegt in der Jagd ein Tier, das er zubereitet. Rechtschaffen und ordentlich, wie man denken soll. Aber in der Zwischenzeit, begünstigt durch den Rat seiner Mutter, hat Jakob selbst aus der Herde dem Vater die Mahlzeit geschenkt und den Segen davongetragen. Esau, wie der Name sagt, ist der behaarte, dunkelgesichtige, schwere. Er verkauft das Recht seiner Erstgeburt für ein Linsenmus. Und so spaltet es sich nicht nur zwischen den beiden Brüdern, sondern offenbar in der Seele dieser Gestalt einer Erwählung, die nur mühsam zu ihrer Einheit zurückfindet. Da gibt es in ein und demselben menschlichen Herzen die Sinnlichkeit, den Genuss des Augenblicks, die Stumpfheit der Wahrnehmung, eine Erdenschwere, die im Recht ist und doch niemals zum Recht kommt, die langsam dahintrabt, mit allem Schwergewicht, das nach unten zieht. Und daneben Jakob,
behend und flink und geisteswach. Sein Vorteil erspähend und nutzend, wo irgend es geht. Und zwischen Geist und Trieb, zwischen der Behendigkeit der Vernunft und der Schwere der Sinne, sind zerrissen diese beiden Brüder. Und ist die Gestalt des Menschen, die in ihrem Gegensatz gemalt wird. Jakob besitzt den Segen seines Vaters und den Fluch seines Bruders in eins. Ist es möglich, auf eine Weise erfolgreich zu sein, die dazu nötigt, immer wieder vor sich selbst auf der Flucht zu bleiben? Esau wird Jakob nachstellen. Es ist der erste Augenblick des Entlaufenen, da er in Bethel am gleichen Abend noch den Himmel offen sieht, eine Leitergestalt zwischen Himmel und Erde. Und es ist da ein Gott, der ihm alles zu geben und alles zu sein verspricht. Reichtum und Größe, Fülle der Generationen, ein Segen für die Völker und Rückkehr und Heimat. Und da ist ein Mensch wie Jakob vermessen genug, zu seinem Gott zu sagen, den er eben noch fürchtet im ersten Erkennen: Wenn du alles das hältst, was du mir versprichst, dann sollst du mein Gott sein. Materialistischer hat in der Bibel niemand seinen Glauben bekannt. Ein Gott soll mir der sein, der mir ein Leben gibt, so prall und satt, als es sich ihm offen lässt. Aber genau das ist der Gott Jakobs. Und so wird er bleiben. Der Fluchtort liegt im fernen Charan, in der Heimat des Mutterbruders Laban. Eine neue Geschichte bricht an, wie sie von vormals war in der Erzählung des Vaters Isaak, als er warb um Rebekka. All diese Geschichten scheinen wiederzukehren wie Wellen im Meer, immer wieder rhythmisch ein ähnliches hervorspülend und dann doch wieder sich variierend im Individuellen. Als Jakob kommt an eine Quelle, einen Brunnen in Haran, schwer bedeckt mit einem Stein, sieht er Rachel, die Schöne, kommen, sein Wolkenschäfchen, Hüterin der Herden. Und er küsst sie, ob ihrer Schönheit willen, unmittelbar und sagt viel später erst, wer er selber ist, ein entfernter Verwandter. Für diese Frau, die seine Geliebte bleiben wird, wird sich Jakob verdingen bei Laban 7 Jahre lang und noch einmal 7 Jahre lang. Er wird Dienst tun und Dienst tun, um den Anspruch auf seine Liebe zu erwerben, dem Vater, dem Mutterbruder gegenüber. Dann aber in der Brautnacht, als endlich Jakob Rachel heimführen will, unterschiebt Laban ihm die Schwester Lea. Denn so ist es recht in Charan, wird er sagen, dass man nicht die Jüngere heiratet vor der Älteren. Kein Beschwerderecht hat Jakob gegenüber dem Betrug. Wir aber, wenn wir uns fragen, was die Geschichte über uns Menschen erzählt, halten plötzlich erschrocken inne. Wir finden jemanden, der um sein Leben willen, um den Segen Gottes selbst zu realisieren, der Liebe bedarf, dass sie sich erfüllt in seiner Geliebten. Aber ein Mensch, der so zwiespältig ist wie Jakob selbst,
Was kann der finden, außer das Gleichnis seiner eigenen Zerrissenheit? Wieder ist da der Gegensatz einer Jüngeren und einer Älteren. Und erneut das Problem, wer wen übertrifft an Alter und Schönheit. Wir müssen, wenn wir allein bis dahin die Geschichte Jakobs ein wenig nacherzählen wollen, wie sie sich in der Realität unserer Tage begibt, uns nur einen Menschen vorstellen, den man gelehrt hat, tüchtig zu sein. Er hat in gewisser Weise die Bahn des Erfolgs zu beschreiten. Und er tut das recht gut. Er verzichtet auf alle unmittelbaren Trieberfüllungen. Er lernt es, Opfer zu bringen. Er erwirbt dafür die Fähigkeit, längerfristig zu planen und den Erfolg in ferner Zukunft zu kalkulieren, zielstrebig, ausdauernd, rational und zweckgerichtet. Ein solcher Mensch sehnt sich zutiefst eines Tages danach, einen Menschen zu finden, den er lieben darf und der ihn lieben wird. Aber kann eine Persönlichkeit, die selbst voller Widersprüche ist, einen Menschen finden, ohne in ihn die gleiche Widersprüchlichkeit hineinzuverlegen? Es steht mit Mal dahin, dass man nicht mehr klar weiß, wen man eigentlich in die Arme schließt, in der Gestalt der Geliebten. Ist nicht dies die Tragödie so vieler Ehen, dass man glaubt, bis zur Brautnacht ganz sicher zu sehen, wer der andere ist, und dann mit Mal enthüllt er sich in einer hintergründigen Schattengestalt, die so gar nie wahrgenommen wurde. Und das, was der andere gar nicht sein möchte, das wird er dem anderen. Und ehe nicht diese beiden Teile, der Vordergrund und der Hintergrund, in der Person der Geliebten durch die Kraft der Liebe selbst sich vereinigen, wird das Glück in der Gemeinschaft auch nur von zwei Menschen gar nicht geben können. Wann wird man fähig zu bemerken, wie viel an Hintergründigem, an Abgründigem, an Urgründigem im Leben eines Menschen darauf wartet, mitgeliebt zu werden? Und es wäre gar nicht nur unterschoben, es wäre gar nicht betrügerisch bis dahin verschwiegen worden. Es gehörte nur einfach dazu. Die Geschichte zwischen Rachel, der Geliebten, und Lea, ihrer Schwester aber, wird eine dramatische Auseinandersetzung hervorbringen. Es geht um die Frage, worauf gründet sich die Liebe? Für Rachel scheinbar klar beantwortet auf die Schönheit ihrer Augen und ihrer Gestalt. Das galt und gilt von Anbeginn und immer. Aber Lea, sagt die Geschichte, war mattäugig oder brutaler übersetzt, triefäugig, hässlich also von Angesicht. Und sie wird gebären, ein Kind nach dem anderen. Und alle Namen der Kinder sind nichts als verdichtete Punkte eines fast verzweifelten Ringens um Anerkennung im Trotznehmen. Ruben, der Älteste, wird geboren von Lea. Das sei sein Name. Er wird mich ansehen, Ruben. Der Zweite, Schimeon, er, mein Mann, Jakob, wird mich erhören. Der Dritte, Levi, er, Jakob, mein Mann, wird an mir hängen.
Und schließlich der vierte, Juda, jetzt danke ich dem Herrn. In all der Zeit steht daneben Rachel, die Geliebte, die Schöne, unfruchtbar. Und sie empört sich gegen Jakob, schaffe mir Kinder. Als Jakob zornig ihr sagt, ich bin kein Gott, ich bin nicht allmächtig. Und die Verzweifelte wird ihre eigene Magd, Bilha, nehmen. Nimm sie, dass sie Kinder gebiert auf meinem eigenen Schoß, wird Rachel sagen. Und Bilha gebiert. Kampfnamen genauso. Dan der Erste. Endlich hat Gott Recht geschaffen. Naphtali der Zweite. Einen Kampf Gottes habe ich gekämpft, sagte Rachel für das Kind ihrer Sklavin. Aber was sie kann, kann die als Frau fast entkräftete Lea genauso. Ihre Sklavin heißt Silpa. Und auch sie kann Kinder kriegen von Jakob und wird genauso eingesetzt im Wettkampf um die Liebe. Der Erste wird heißen Asa. Mich wird man preisen. Und Gad, Glück auf. Es gibt einen Moment, wo jede Hoffnung so aussichtslos scheint, dass man fast zur Magie greift. Eines Tages bringt Ruben Liebesäpfel seiner Mutter mit. Und Rachel denkt, das ist der Zauber. Das an der Brust der Schwester ist die geheime Verführung des Mannes. Wenn sie im Besitz dieses magischen Fetischs käme, dann hätte sie Einfluss im Zauber über die Fruchtbarkeit ihres Mannes. Und erniedrigt sich, darum zu bitten. Sie ahnt nicht, was die Folgen sein werden. Lea wird Jakob in den Weg treten und sagen, ich habe ein Recht auf dich. Einmal und zweimal. Und das fünfte und das sechste ihrer Kinder wird sie nennen. Issachar, ein Lohn wurde mir gegeben und Schavulon, jetzt. Jetzt wird mein Mann bei mir bleiben. Mit den Liebesäpfeln endlich wird Lea ein Kind bekommen, das ihr fast nichts gilt. Nur ein Übergang von Hoffnung. Von aufkeimendem Leben. Josef wird er heißen. Gott möge hinzufügen. Das Nächste nämlich. Für Jakob wird Josef das Kind seiner Liebsten alles bedeuten. Was Sie da hören, ist eine unglaubliche Auseinandersetzung. Ein lebenslängliches Ringen um die Frage, die sich jeder stellt in seinem Leben, was er wirklich wert ist. Nehmen Sie Lea. Nehmen Sie das Bild eines Menschen, der zur Welt kommt und weiß, dass er nichts mitbringt, wofür man ihn mag, dass an ihm nichts dran ist, wie man bitter über manch eine Frau sagt. Was tut ein solcher Mensch? Der weiß, dass er eigentlich gar kein Recht hat, keinen Anspruch, nicht einmal eine Aussicht auf Zuneigung.
dass wenn es je gelingen soll, ins Leben zu kommen, es wirklich sich ermogeln und erlisten muss um Mitternacht. Wie ein Raub, wie eine Lüge. Es gibt scheinbar nur einen einzigen Weg und der ist ganz vergleichbar dem Weg auch des Jakob. Man kann fruchtbar sein, man kann sich nützlich machen, man kann produktiv werden. Wenn das immer so geht, 4 Kinder, 6 Kinder und alles, was dafür symbolisch stehen mag, ist nicht dann zu hoffen, es gäbe einen Platz unter den Lebenden, einen Daueranspruch im Gedächtnis der Menschen. Es ist sehr einfach zu sagen, das ist Kompensation von Minderwertigkeitsgefühlen. Es ist in Wirklichkeit eine unheimliche Strategie zu leben. Keine einzige Frage in den Jakobsgeschichten ist mehr so simpel wie noch in den Tagen von Vater Abraham. Da redete Gott vom Himmel und man hatte zu gehorchen und man wusste, wo man dran war. Hier in der Jakob-Geschichte ist alles hineinverlagert in die Spannung und Auseinandersetzung unter den Menschen und im Menschen selbst. Und man weiß schon nicht mehr, was ist da eigentlich Recht und Unrecht und Wahrheit und Lüge und erstrebenswert und verurteilenswert? Was ist überhaupt Wert und Unwert? Was Geltung und Abwertung? Rachel genauso. Sie ist wunderschön. Aber kann das nicht sein, gerade dadurch, wie verdammt sich zu erleben in Unfruchtbarkeit? Vor einer Weile noch erzählte mir eine Frau genau dieses Schicksal. Sie war wunderschön. Als man ihr beibrachte, dass sie sich hüten muss, sich irgendjemandem zu zeigen, als Mädchen, drum, dass sie sehr früh heiratete, sehr verletzbar, sehr kränkbar, sehr empfindlich. Sie hatte ständig gelernt, auf sich Acht zu haben wie etwas ganz und gar Kostbares, das aber nicht schmutzig gemacht und erniedrigt werden darf. Ihre gesamte Moral war eingebettet in das Gefühl einer brennenden Scham. Nichts war ihr schlimmer, als entehrt zu sein. Wie aber kann ein solcher Mensch jemals sich freigeben, sich hingeben? Die Ehe wurde eine einzige Tragödie. Du hattest ja keine Ahnung, muss ihr Mann Jahre danach gesagt haben. Und dieses eine Wort hat genügt für den ganzen Rest der Ehe. Sie hat ihm nie eine Chance gegeben mehr. Ich wollte so werden, wie er mich haben wollte, hat sie gesagt. Aber ich wusste, dass er mich nie mehr bekommen wird. Ich habe alles getan, seinen Wunsch von mir zu erfüllen. Aber er sollte nie das Glück haben, es zu gewinnen. Als sie das erste Kind bekam und dann ihr Mann sagte, du weißt aber auch gar nichts. Sie saß da so hilflos und hatte wirklich keine Ahnung, wie man nun wickelt und mit einem Kind umgeht. War der letzte Rest an gemeinsamen Gefühl zerstört und zerbrochen. Da ist Schönheit, Selbstbewahrung und Scham und Kränkbarkeit so eng verflochten, dass eine Gemeinsamkeit fast gar nicht zustande kommt. Da fürchtet eine solche Rachel ständig die Lea in sich selber und die Lea sehnt sich nach der Rachel. Wie kann beides eins sein, wenn Sie so wollen? Anmut und Erfolg. Wie können zusammenkommen Schönheit und Tüchtigkeit? Ist es nicht in unserem Leben fast ganz unmöglich,
miteinander zu versöhnen, Beliebtheit und Tüchtigkeit? Worauf gründet sich die Beziehung zu anderen Menschen? Und wie werden solche Kontraste je zusammenkommen? Die Bibel schiebt eine fast launige Anekdote ein. Jakob mit seiner groß gewordenen Familie ist immer noch ein Habenichts in Diensten seines Mutterbruders Laban. Das soll sich ändern und er schafft es mit einem Trick, der sogar Gottes Segen, merkwürdige Züchtungs- und Kreuzungspraktiken nach einem entsprechend verklausulierten Abkommen nach und nach im Verlauf weiterer 6 Jahre in den Totalbesitz Jakobs übergehen. Ohne dass Laban irgendeine Kenntnis davon erlangen kann, wie das mit rechten Dingen möglich ist. Es bleiben ihm am Ende nur noch die schwachen und die zeugungsunfähigen Tiere. Während bei Jakob es sich vermehrt und gedeiht, dass man staunen mag. Es ist Laban ausgetölpelt geradezu. Ein zweites Mal wiederholt sich, was zu Hause schon unter der Anleitung von Rebekka geschah. Da wird ein älterer, stärkerer, größerer hintergangen zum eigenen Vorteil. Und es geht diesmal so wenig gut wie damals. Ohne dass Laban ein Wort gesagt hat, glaubt Jakob deutlich zu spüren, was wir wohl nachfühlen können. Alles braut sich zusammen als Rache am Himmel. Irgendwann wird Laban den Spuk mit Gewalt zu beenden suchen. Davor nehme Reiß aus, Jakob. Und so spricht er zu seinen Frauen und Kindern. Es ist unser Vater nicht mehr, wie er vormals noch war. Wie sollte er auch, mag man denken. Und bei Nacht und Nebel fliehend begibt sich die gesamte Mischpoke weg aus dem Hause Labans. Ein letztes noch, den Hausgott, den Teraphim, nimmt Rachel mit sich. Ein erschütterndes Bild. Man muss den Vater verlassen, aber was ihm heilig ist, möchte man nicht missen. Aber um es zu behalten, muss man es ihm rauben. So unsicher ist da das Göttliche in jenen Tagen. Wo macht man es fest? Wie hält man es bei sich? Es wird Laban hinterdrein stieben, die Sippe stellen und sie verklagen. Der Hausgott muss raus, die gesamte Bagage durchsucht werden. Und Rachel, um ganz sicher zu gehen, drückt den Hausgott, den Teraphim, in den Kamelsattel und setzt sich obendrauf. Es geht mir grad wie Frauen in diesen Tagen, sagt sie. Und es kann Laban suchen, wie und wo er will, da ist kein Teraphim. Die beiden aber, Laban und Jakob, schließen ihren Vertrag. Einen Moment lang kann man denken, dass Rachel auch darin unfruchtbar ward, dass sie an ihrem Vater so sehr hing, dass er ihr Heiligtum, ihr Götze, ihr Dämon wurde und ihn zu verlassen schon wieder, wie ein Raub. Und dass es nicht viel anders war, bei Jakob auch, muss man denken. Als auch er seine Mutter verließ, war es da so viel anders. Und der Segen in Bethel oder Luz nicht wie ein Ersatz dafür, für die verlorene Liebe der Mutter, die man sich verscherzte, weil man sie wörtlich nahm. An dieser Stelle beginnt eigentlich die Erzählung, auf die wir heute Abend hinaus wollen. Die Geschichte am Jabbok, an diesem merkwürdigen kleinen Fluss, an dessen Ufern eine alte kanaanäische Mythe zum Zeugnis des Namens Israels wird. Man hat gemeldet, dass Esau erfahren hat, es komme sein Bruder Jakob zurück und er wird den Weg ihm verweigern. Mit einer Streitmacht stellt er sich quer in den Weg
und fordert den Bruder heraus. Ein Kampf auf Leben und Tod. Und sie begreifen, was jetzt auf dem Spiel steht. Werden Jakob und Esau, werden die beiden Hälften einer Persönlichkeit, Bewusstsein und Unbewusstes, weiter so konkurrierend, so zerreißend im Widerspruch verbleiben? Oder gibt es irgendeine Form der Versöhnung unter den Geschwistern und in der eigenen Seele? Diese Frage liegt vor der Geschichte am Jabbok. Gehen wir sie durch, haben wir den Aufriss des entscheidenden Umbruchs eines ganzen Menschenlebens. Es ist egal, wann jemand von uns das Ufer des Jabbok erreicht. Manch einer mit 40, ein anderer mit 60. Er spart im Grunde, wird es niemandem bleiben, der allzu weit fliehen musste, ehe er nach Hause kam und sich gar zu weit zu entfernen hatte, um nach seinem Glück zu greifen. Des Preises, der Heimatlosigkeit und der Vertriebenheit wegen. Es ist verzweifelt hier zu nennen, wenn die Erzählung dreimal beschwörend erklärt, an diesem Abend brachte Jakob durch die Furt des Jabboks hindurch seine Frauen, seine Tiere, seine beiden Sklavinnen, alles, was er hatte. Es ist die Stunde eines Mannes offenbar, der spürt, dass wenn er so weiterlebt wie jetzt, er all seinen Angehörigen zu einer lebenden Gefahr wird. Es gilt, sie hindurchzubringen, die anderen, und irgendwie am anderen Ufer zu sichern. Es ist ein Moment, wo ein Mensch beginnen muss, nachzudenken über das, was er ist. Und keine Antwort mehr auf diese Frage kann davon kommen, was er bisher getan und gelebt hat. Die Antwort auf die Frage, wer bist du, Jakob, können ihm in dieser Stunde nicht mehr geben seine beiden Frauen, nicht mehr seine 11 Kinder. Sie stellt sich an ihn selbst, in seinem Widerpart Esau. In dieser Stunde ist es, dass die alte Mythe redet von einem Zweikampf. Da rang jemand mit Jakob durch die ganze Nacht. Wie lang sie wird im Leben eines Einzelnen, ob Monate oder Jahre, dies weiß niemand. Nur dass es scheint wie absichtslos. Man hängt da an etwas fest, das man nicht kennt. Man stemmt sich gegen etwas, das mindestens genauso stark ist. Und man weiß, dass man es nicht einmal lassen darf, weil es in gewissem Sinn alles bedeutet, was das Leben ausmacht. Es ist ein Ringkampf, um eins zu werden. Ein Zweikampf, der Versöhnung gilt. Mitunter in der Psychoanalyse, auf den langen Wegen in der Psychotherapie, erlebt man Erfahrungen, die dazu bestimmt zu sein scheinen, solche Bilder vollgültig zu deuten. Das sind Menschen, die nach außen hin alles erreicht haben, was sie wollten und sollten. In ihrer bürgerlichen Existenz stehen sie wie tadellos da. Und doch müssten sie, wollten sie ihre Biografie ehrlich schreiben, ungefähr so beginnen, wie Max Frisch seinen Roman Stiller, in welchem der erste Satz schon lautet, ich bin nicht Stiller. Weil alles, was man je von diesem Mann kennengelernt hat, nicht der Wahrheit entspricht. Es gibt im Hintergrund, gerade aus dem Busch kommend, irgendeinen verschlagenen, verlaufenen, der ist die Wirklichkeit. Aber wie finden die beiden zusammen, wachsen sie zusammen? Das ist die Frage. Für all diese Konflikte gibt es von außen her nicht die geringste Lösung. Gäbe es sie, würde man solche Stunden am Jabbok sich niemals aussuchen. Ginge es mit rationalen Mitteln zu, würde man weite Wege machen, um an dieser Furt vom Jabbok Ausweichmöglichkeiten zu finden. Wer hier hineingerät, leistet schon viel. Wenn er durchhält, allein dass es Schicksalsaugenblicke gibt, die sich im Ergebnis nicht vorherbestimmen lassen, ist das Erschütternde,
an diesem Kampf über einem Abgrund, mitten im reißenden Gebirgsbachwasser. Da ist das Stehen auf beiden Füßen etwas Gefährdetes, nicht sicher Auszumachendes. Und womit hat man es zu tun? Mit etwas, das ein jemand ist, ein Mensch, ein Mann, aber auch wieder nicht. Etwas ganz und gar Geistiges, das zu uns gehört auf dem Weg der Vermenschlichung und das doch so gänzlich anders ist. Was nennen wir in der Kirchensprache einen Engel? Der Kampf mit dem Engel ist die übliche Formel für diese Begebenheit im Leben Jakobs. Aber was da Engel oder Dämon? Was da Schatten oder Hintergrund? Alles, was nie gelebt wurde, was ausgespart blieb, die gesamte Esau-Hälfte der Existenz, wartet auf ihre Integration. Da am Morgen, grad im Frührot, schlägt dieser andere, diese schattige Gegengestalt, Jakob, auf die Hüftpfanne, dass sich die Muskeln ausrenken. Seitdem wird dieser Mann ein Hinkender sein. Es ist der Preis der Wahrheit im eigenen Leben. Wie viele Menschen kenne ich, die geistig zu existieren versuchen, auf eine Art, die so freischwebend ist, so leicht wie Staub, den der Wind über die Erde bläst. Nie gab es irgendein Problem, das sie nötigte, sich tiefer zu verwurzeln. Immer hatten sie entsprechend den Gesetzen der Logik ganz fix das Rätsel gelöst. Ihre Begriffe waren ihnen ihre Welt, ihre Behendigkeit in den Gedanken schon der Ersatz für die Wirklichkeit. Sie verstanden nie, was der Buddha 500 vor Christus einmal sagte: Vertraut nicht den Gedanken. Sie sind so geschwind wie Affen im Lianenurwald. Er wollte sagen, wer sich dem Geisterreich anvertraut, gelangt nie wirklich auf die Erde. Da ist alles möglich, ein tanzendes Gehopse in den Baumwipfeln. Aber worauf gründet es sich? Und was ist daran wirklich? Es ist am Ende so schwer zu sehen, wie sich das Wesen eines Menschen wandelt, wie alles mühsamer wird, alles zähflüssiger, irdischer, aber dafür verbindender und verbindlicher. Vor einer Weile in Wittenberg wurde ich den Gedanken nicht los, dass die kleine Lutherstube im schwarzen Kloster, in welchem Luther wohnte, der Ort eines solchen Jabok-Kampfes war und werden musste. Ein Mann, der in der Schlosskirche und in der Marienkirche der Stadt nach wie vor seine Predigten hielt über die Psalmen, über die Gnade, über den Willen Gottes in der Geschichte. Aber jetzt sollte er lernen, den Ehestand zu begründen. Mit seinem Herrn Käthe, wie er manchmal fluchend ironisierte. Wie man Schafe züchtet, Schweine züchtet, Kinder kriegt, mit Geld ordentlich umgeht, lauter Dinge, die mit der Kraft des Evangelii scheinbar wenig zu tun hatten. Aber genau das zu lernen, dass von der Kraft des Evangelii so und nicht anders im Leben eines Menschen die Rede ist. Und alle schwadronieren vorher von der Liebe Gottes und den Tugenden der Engel, so viel Sinn macht, als es sich bewährt im Irdischen. Das ist die ganze Reformation. Gott ist kein Extraprinzip, das uns erhebt über die Welt, sondern sehr biblisch und irdisch. Eine Kraft, die uns begleitet, dieses Leben zu bestehen, dieses und kein anderes, ohne Ausweichen. Und eine offene Hand, die alles umfängt, ohne Sonderung. Da gibt es nichts Heiliges und nichts Profanes, es gibt nur eine einzige Welt, in der Menschen und Gott zusammengehören.
Aber wer, wenn er in der Kirche erzogen wird oder in einer bestimmten Ecke der gesellschaftlichen Moral oder in einem besonderen Trainingslager für beruflichen Erfolg, hat eine Chance, das auch nur fühlen zu dürfen? Es ist am Ende, dass Jakob die Erklärung hört von dem anderen: Du hast gekämpft mit Gottheit und Menschheit, mit Menschlichem und Göttlichem. Man könnte auch sagen, mit allem, was als Ideal vorgestellt wurde und mit allem, was in der Realität sich behauptet, zwischen Geistigkeit und Sinnlichkeit, zwischen oben und unten, zwischen Himmel und Hölle. Fortan sollst du nicht mehr heißen Jakob, Fersenschleicher, sondern Israel, ein Kämpfer mit Gott, gegen Gott, um Gott, müsste man sagen. Ein wirklicher Versuch, Gott in diese Welt hineinzuzwingen, in ihre Abgründe, in ihre unabgegoltenen Tragödien und Fragen. Ehe das nicht wird, geht nie eine Sonne auf am Jabok und wandelt sich diese Art des nächtlichen Ringens nie in das Gottesantlitz. Aber genau das wird geschehen. Da ist ein Mensch eins geworden mit sich selbst. Und seine innere Einheit wird das Antlitz Gottes selber sein. Alles, was sich dann begibt, ist fast schon selbstverständlich. Ein Vertrag der Brüderlichkeit und der Versöhnung zwischen Esau und Jakob. Und Rückkehr und Heimat. Es ist wie ein unglaubliches Märchen vom Auszug und der Rückkehr. Von einer fernen Frau in der Fremde, die wunderschön war und erlöst werden musste zu sich selbst. Wäre es ein Märchen, könnte es hier enden. Nur die Bibel beharrt darauf. Es geht um dieses Leben. Und so wird es weitergehen. Gott wird hinzufügen, dem Josef, noch ein Kind, der bittenden Rachel. Auf dem Weg nach Bethlehem. Da wird sie niederkommen und entkräftet im Verlassen all ihrer körperlichen Konsistenz das Kind, das sie gebiert, Ben-Oni nennen, Sohn meines Schmerzes. Es ist der Name, den eine Sterbende dem Neulebenden hinterlassen wird. Rachel, die Geliebte, wird sterben an dem Übermaß ihres Wunsches nach gültigem Leben. Aber so sind diese Leute in der Bibel, Jakob, dass sie sich nicht zufrieden geben. Es hieße der zwölfte der Söhne, Ben-Oni, Sohn meines Schmerzes, sondern umgekehrt hat es benannt zu werden. Benjamin, Sohn meines Glücks, Sohn meiner Rechten. Das wird das Letzte sein, was Jakob von Rachel her in die Arme schließt. Er wird sie beisetzen bei Bethlehem in einem eigenen Grab. Wenn Geschichten dieser Art wirklich sind, dann muss es stimmen. Es gibt kein anderes Reden von Gott, als dass wir zuhören, wie Menschen uns ihr Leben, ihr Schicksal erzählen. Dann kann es nicht wahr sein, wie wir immer wieder hören. Gott zu bekennen, das heißt, das Menschliche klein zu schreiben. Dann hat die Vermessenheit Vater Jakobs oder Israels am Hause Gottes
am Steinheiligtum von Luz vollkommen recht. Das menschliche Glück ist der Ort, wo man sieht, was Gott ist. Dieser Tage hatte ich eine sehr merkwürdige Auseinandersetzung mit dem Bischof von Rennes, Monsieur Jacques Julien. Um das Buch Die Kleriker loszuwerden, schrieb er einen Artikel in La Croix, L'Evenement, die heilige Therese widerlegt, Drevermann, die heilige Therese von Lisieux. Ein Mädchen, das mit 13 Jahren in den Orden hat eintreten wollen und mit 22 Jahren starb an Lungenentzündung. Sie hatte in der Kälte der Karmelitenzelle nicht gewagt, die Oberin auch nur um zwei warme Decken zu bitten. Und die Oberin hatte den Arzt nicht zu ihr gelassen, in einem Zustand, wo sie noch zu retten gewesen wäre. Sie braucht das nicht, hatte der Arzt gesagt. Die heilige Therese wusste, dass das Leben für Gott Gnade und Glück ist und Erfüllung im Ganzen. Und sie hatte auch gelernt, keine große Heilige werden zu wollen, eine kleine eben genügt schon, die kleine Therese. Ich glaube das auch, dass Menschen unter schrecklichen Ängsten, furchtbaren familiären Belastungen, tiefen neurotischen Krisen in Gott einen Hoffnungsanker sehen können, der sie durch die Flut des Jahrbocks hindurchzieht. Ich weiß, dass es viele Schicksale gibt, die man im analytischen oder therapeutischen Sinn nicht heilen kann und dass das Flehen um Gnade oft das Letzte ist, was einem Menschen bleibt. Deswegen ist auch für mich die kleine Therese von Lisieux eine Heilige, das zeigt sie. Aber ein ganz anderes ist doch die Frage, was wir für Ideale aufrichten. Im Namen Gottes, gestützt auf biblische Texte wie diesen. Soll denn das Leben am Leben vorbei uns zum Ziel gelten? Soll die Absperrung von der Normalität als die gerade Bahn zum Himmel gelten? Soll das Herumgekletter an der Himmelsleiter womöglich den langen Dienst im Hause Labans und das Ringen am Jabok ersetzen? Und man braucht von der gesamten eigenen Psyche überhaupt nichts zu kennen, alles bleibt uns erspart. Soll das die Wirklichkeit sein, an die wir glauben? Stimmt die Geschichte von Jakob, der ein Israel wurde, dann ist die Auseinandersetzung seelisch mit sich selber die beste Form, Gott zu bekennen und mit Göttlichem und Menschlichem zu ringen. Dann hat Stefan Zweig vollkommen recht, als er vor über 6 Jahrzehnten einmal sagte, in seiner Studie zu Marie Antoinette, wir suchen nach den Gestalten der Heiligen, aber wir möchten sie nicht mehr vom Himmel herabkommen sehen. Wir möchten diese großen versucherischen und groß versuchbaren finden im ganz Menschlichen, im allzu Menschlichen, in ihrem Ringen, in ihren Fehlern. Nur darin sind sie uns nah. Denn was sie uns lehren in der Geschichte von Jakob und Rachel, ist am Ende ein einziges. Die Bedürftigkeit eines jeden nach Liebe und die heilende Kraft der Liebe hinweg über alle Gegensätze. Da möchte ich schließen wie als ein Gebet mit der Betrachtung des Khalil Gibran, die Götter der Erde. Er schreibt, die Liebe triumphiert. Sei es das Weiß und Grün der Liebe an einem See, ihre stolze Pracht in einer Burg oder auf einem Balkon, ihre Natürlichkeit in einem Garten oder inmitten der Wüste, wo immer sie auftritt, ist die Liebe unser Herr und Meister. Sie ist nicht ausschweifende Lust, nicht Begierde des Fleisches, kein Splitter des Verlangens im Widerstreit mit dem Ich,
auch kein Teil des Fleisches, das gegen den Geist zu Felde zieht, denn die Liebe lehnt sich nicht auf. Sie verlässt nur die ausgetretenen Pfade vergangener Geschicke und tauscht sie aus gegen den heiligen Hain, um darin ihr Geheimnis zu singen und zu tanzen in alle Ewigkeit. Liebe ist Jugend in zerbrochenen Ketten. Sie ist Männlichkeit, befreit von Lasten und Lastern der Erde, und Fraulichkeit, gewärmt an heiliger Flamme, die himmlisches Licht ausstrahlt, das tiefer ist als unser Himmel. Liebe ist ein fernes Lächeln aus den Falten des Geistes. Sie ist eine neue Morgenröte auf der Erde, ein ferner, unerreichter Tag in meinen Augen, doch bereits angebrochen in der Liebe größerem Herzen. Brüder, meine Brüder, die Braut kommt aus dem Herzen der Morgenröte und der Bräutigam aus dem Abendrot. Es wird eine Hochzeit geben im Tal, einen Tag zu schön, um ihn zu beschreiben. Denn Liebe ist eine Nacht, die sich vor heiliger Laube neigt. Sie ist ein Himmel, verwandelt in eine Wiese, und seine Sterne verwandelt in Leuchtkäfer. Es ist wahr, dass wir die Höchsten sind, die im Jenseits wohnen, wir Götter. Aber die Liebe übersteigt unser Planen. Die Liebe schwingt sich höher als unser Lied. Denn einzig die Liebe wird bleiben. Ihre Spuren werden nicht verlöschen. Die heilige Esse brennt und die Funken fliegen. Und jeder Funke ist eine Sonne. Lasst die Liebe, menschlich und zart, den neuen Tag regieren. Mögen Jakob und Rachel, Esau und Lea werden zu einem einzigen Menschen. Es gibt in der Kirchengeschichte, ich glaube, nur ein einziges Beispiel, dass einmal ein liebendes Paar heilig gesprochen wurde. Die Geschichte ist lange her. Heinrich und Kunigunde zählen dann nicht, denn sie lebten in Enthaltsamkeit, wie man weiß. Andere Ehepaare gingen durch das Feuer des Martyriums und verdienten sich solcher Art den Himmel. Einzig von Hilarius und Quieta im alten Frankreich, 5. Jahrhundert, erzählt man, sie waren nichts weiter als zwei Liebende, heiter der eine, wie der Name sagt, und sanft die andere. Mehr auch nicht nötig, außer einem Wunder, welches die Kirche immer benötigt, zu erkennen, was wirklich ein Heiliger ist. Als Hilarius gestorben war und Quieta sich sehnte, ihm zu begegnen, und sei es im Tod, soll der im Grab liegende seinen Arm ausgestreckt und sie empfangen haben. Geschichten sind dies wie von Philemon und Baucis und wie von Alkmene und Admetos, mythisch, heidnisch und plötzlich christlich. Auch in der bitteren Fortsetzung. Das Grab der beiden wurde verehrt. Aber wie es dann kam, um 1000 trennten die Priester die beiden und bestatteten sie im Separé einer Kathedrale. Wir hören zum Abschluss Good News als Gospel. Good news, chariots coming in, I don't want you to leave me behind.
Wir singen My Lord for the Morning, When the Stars Begin to Fall. Mir ist die Idee gekommen, dass dieses Lied so gut zu dem passt, was Dr. Trevermann zu den Worten der Bibel sagte, die mich sehr angesprochen haben. My Lord for the Morning, es geht ein Morgen auf. Wir hörten vom inneren Clinch des Menschen heute Abend, auch vom Krieg, den der Mensch zu sich selbst und mit sich selbst führen kann. Und da gibt es in dieser Sammlung, dieser bewegenden Lieder der Schwarzen von damals, ein Lied, das heißt Nie mehr Krieg. Ich lege die Waffen weg am Ufer des Flusses, ich
ziehe ein weißes Gewand an und ich bekomme eine Krone mit Edelsteinen. Nie mehr Krieg, von Krieg will ich nichts mehr wissen. Künstlerleben, je besser der Vortrag, je mehr wird einem abverlangt. Ich danke ganz, ganz herzlich unseren Schwestern und Brüdern aus Grünenbach, Herrn Pfarrer Huber. Vielleicht darf ich ein paar Worte sagen, wie es dazu kommt im Vorfeld. Grünenbach ist manchen von Ihnen vielleicht bekannt als Heimat des Pfarrer Kneip. Wenn ich den Mann richtig verstanden habe, hat er vor langer Zeit versucht, Christentum irgendwie in Verbindung zu bringen mit der Not und der Krankheit der Leute. Ganz biblisch. Aber er hat es nicht getan, fundamentalistisch oder abergläubisch. Wenn ich ihn richtig verstehe, hat er eigentlich damals gesagt, das einfache Volk auf dem Land, schon weil es viel gesünder lebt, kann auch viel gesünder werden als zum Beispiel die vollgefressenen Adligen im Spätbarock. Wie die leben, ist es nicht erstrebenswert. Was für ein Schaden also, wenn ihr nicht das Geld habt, teure Ärzte zu bezahlen. Aber das Wasser ist überall. Die Kräfte der Natur, überall. Das war wunderbar und ist in Grünenbach passiert. Drum, dass Herr Pfarrer Huber zusammen mit der Psychiatrie, die es dort gibt, auch die Seelsorge entsprechend einrichten musste. Und getroffen haben wir uns das erste Mal im letzten Jahr unter fantastischen Voraussetzungen, die dahin gingen, dass wir vor Jahren schon einen Termin vereinbart hatten, als dann dem Bischof von Augsburg, damals noch Herrn Stimpfle, auffiel, dass das nicht gut gehen konnte. Die evangelische Kirche sollte den Vortrag in der katholischen abhalten lassen. Auch das war vereinbart ökumenisch, aber es durfte dann nicht mehr sein. Und den Tag werde ich nie vergessen. Sie hatten damals
das Einzige getan, was noch möglich war, ein Zelt aufgebaut. Nicht ahnend, was daraus werden würde. 3000 Leute fanden der Platz. Die Polizei leitete den Verkehr von den Zufahrtsstraßen um. Es war großartig. Es wurde aber noch viel großartiger, weil eine der schlimmsten Unwetter pünktlich, ich glaube um 8:45 war es, mitten in den Vatrag blies. Und was ich nie erlebt habe, die Leute hielten die Stangen fest. Wir hatten unglaubliches Glück, dass das Zelt auch so aufgestellt war, dass nicht die Längsseite vom Wind voll getroffen wäre, sonst wäre die Katastrophe und wahrscheinlich große Gefahr für viele Leute entstanden. Das Ganze hat gehalten und wir haben diskutiert fast bis Mitternacht noch. Am Ende war ein schönes Bild. Eine Frau sagte, sie hat mitten in dem Durcheinander eine kleine Maus beobachtet, während des ganzen Vortrags, und die hatte keine Angst, die kleine Maus. Alles, was gut ist, muss man wiederholen, und so werden wir nächsten Monat in Grünbach, Juli, übernächsten Monat, die Fortsetzung davon, diesmal ohne hurrikanartige Unwetter, hoffe ich, haben. Sagen Sie soll. Ja. Kapitän Meisner hat sich damals in die Grünbacher Situation geschickt. Also, ich höre jetzt von Herrn Huber die richtige Version. Es war nicht Stimpfle in Augsburg, sondern Herr Meisners Arm aus Köln, der bis nach Grünbach ins Allgäu reichte. Aber wir haben eine Kirche, die ganz demokratiegewöhnt und gesprächsfreudig ist. Das brauche ich nicht dabei zu sagen. Herr Huber hat gesagt, die reformierte Kirche lässt sich nicht dazwischenreden. Auch ein Ortspfarrer ist in eigener Zuständigkeit für seine Gemeinde. Es gibt wirkliche Unterschiede, 430 Jahre nach dem Tridentinischen Konzil immer noch, und Gott sei Dank vielleicht, zwischen Protestanten und Katholiken. Zum Lernen für die Letzteren. Ihnen darf ich ganz herzlich und in Dankbarkeit ein schönes Wochenende wünschen und einen guten Verlauf der kommenden Woche. Wir sehen uns wieder in Regelmäßigkeit jetzt mit Ausnahmen, die ich jetzt schon sage und die Sie sich gut merken und anderen anzeigen wollen. Am 12. und 26. Juni kann der Abendgottesdienst nicht sein. Am 12. Juni nicht, des Evangelischen Kirchentags in München wegen. Und am 26. nicht, des Katholikentags in Graz wegen. Wie das ausgeht, mit und ohne Herrn Meisner, das müssen wir noch sehen.